Also ein wirklich sympathischer junger Mann aus Tirol. Ich hoffe, er macht Ihnen große Freude mit dem Lied Lena Maria. Das geht dann eh so ins Ohr. Marco Spiegel. Schau, klingt gut, gell? Gut. Der Applaus, grüß dich. Servus, bitte hallo. Servus. Das ist kein. Oh ja, das ist eine steirische Knopfharmonika. Ja, genau. Du bist aber Tiroler. Ja, genau. Und zwar von wo? Von Oberpafers, ein bisschen weiter westlich von Innsbruck. Ja. 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 Soll es sein. Ist das dein erstes Album? Nein, mein zweites. Aha. Ich glaube, du bist noch keine 20, oder? Genau 20. Genau? Genau 20. Schau. Ja, 20 waren. Wie ich das wieder erraten habe. Bei den Proben hat dein Vater so lippensynchron mitgesungen, dass ich das Gefühl habe, er hat den Titel geschrieben, oder? Nein, der Papa hat es nicht geschrieben, aber die Komponistin hat halt auch da, was das Ganze getextet hat. Kannst du es noch einmal auf Deutsch sagen? Was hast du gesagt? Mein Papa hat das Ganze nicht getextet, aber die Komponistin, was das Lied geschrieben hat, die hockt halt auch bei uns im die Studio. Hockt auch da? Ja, genau. Hocken dort. Ja, das ist. Nicht mit der Hocken, sondern mit genau, sitzen, sitzen. Das ist ein Sprachkurs, den ich da mache. Sag, wenn du deine Auftritte machst auf der Bühne, bist du dann auch ganz allein oder hast du eine Kapelle, hast Musiker, die mit dir arbeiten? Nein, ich mache eigentlich alles alleine. Und ja. Auf das lege ich eigentlich großen Wert. Das ist eigentlich mein Markenzeichen, dass ich alles quasi alleine machen kann. Also du hast keine Begleitmusiker? Nein. Naja, bleibt die Gastier allein. Das muss man nicht teilen. Das auch, ja. Aber dann wollen wir doch mal wissen, wo der sympathische Kerl auftritt. Deine Internetadresse. www.marco-spiegel.tirol. Gut. Tirol ist gut. Ja. Wo genau im Tirol bist du daheim? Wie gesagt, in Oberpafers, ein bisschen weiter westlich von Innsbruck. Ah ja, das hast du mir vorher erzählt. Ja, genau.
Ich muss mal, bei Gelegenheit schreibe ich mir das auf. Was ja, sagst. Ich schicke dir WhatsApp. Ja, das ist eine gute Idee. Und dort sieht man, wann und wo ist der nächste Auftritt von dir? Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich relativ viel am Weg, Gott sei Dank. Jetzt bin ich mal in Südkorea, Oktoberfest. Nächstes Jahr habe ich meine erste Kreuzfahrt, was ich machen darf. Und wie gesagt, also mein Terminkalender ist relativ voll. Wie kommen die in Südkorea auf die Idee, dass einen aus Tirol holen? Ich war schon zweimal in China, also das ist da enten. Und was machst du dort? Spielen, singen. Wer engagiert dich in China? Unterschiedlich. Es gibt Agenturen, die das Ganze vermitteln. Und dann bin ich wieder am Monat enden und mache Oktoberfeste. Und die Hütte ist voll. Sag, wie viel hast du? Wie viele? Das ist ja, das kann man sagen. Wie viele Chinesen hast du vor dir? Ja, also vom Montag bis Sonntag, also 3.000, 4.000. Schon. Und bauschen die mit? Oder? Ja, die haben alle adieren lassen, eine Lederhose. Also was? Ist, ja, wirklich. Wirklich. Nein. Gibt es da Fotos auf deiner Homepage? Ja, alles drinnen. Man muss sich das einmal anschauen. Ja, unbedingt. Also das klappt nicht, wie in München ist. Jackie Chan in Lederhose. Ja, genau. Xing Shang Shung. Xing Shang Shung. Oder wenn das Wetter stimmt, Chun Chan Chi. Genau. Du, es war mir ein Vergnügen. Danke, bitte. Sympathischer Bursch. Danke, viel danke. Erfolg. Danke. Vierte, da geht's lang. Chinesen. Also, das ist die Frühlingsrolle. Wir machen jetzt die Ziehung. Also, ihm war nie auf die Idee gekommen, dass der in China auftritt, gell? Nein. Nein, dass die da sitzen in Dirndl und Lederhosen. Die machen einen Musikantenstart dort. Nicht so, glaube ich. Ich erfange mich gar nicht. Warte mal. Ich stelle mir das so richtig vor. Der Hirs auf Chinesisch. So,